In dieser erste Punkshow geht es um die Vereinigten Staaten von Europa. Es geht um The Giving Pledge und es geht darum, wo ich vielleicht wohnen würde, wenn es nicht Österreich oder Deutschland wäre. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, hier Fragen zu wirtschaftlichen politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. CBO fragt: Hallo Gerald, glaubst du, dass du die Vereinigten Staaten von Europa noch erleben wirst? Ich würde sagen, sag niemals nie. Derzeit schaut es nicht danach aus. Derzeit ist es eher so, dass Europa die Gefahr läuft, zu zerfallen und sich zu spalten. In der Vergangenheit war es zumindest so, dass die EU Positives bewirkt hat. Reisefreiheit, gemeinsame Währung, Schüleraustausch, Deregulierung. Also die EU war lange Zeit, vielleicht bis 2005, 2006, 2007, hat sie den Bürger Positives gebracht. Mittlerweile bringt sie den Bürger sehr viel Negatives. Überregulierung, Airport Security, Bürokratismus pur. Und gleichzeitig hat die EU in wesentlichen Fragen, nämlich den Fragen der Digitalisierung, den Fragen der Flüchtlingspolitik und Ähnliches, keine Antworten irgendwelcher Art. Und das Problem ist, dass sich die EU nur mal mit sich selbst und mit Bürokratie beschäftigt und nicht mit den wesentlichen Fragen und hier auch keine Antworten auf diese Fragen hat, wird die Bevölkerung am Ende gespalten und am Ende in Lager von Rechts- und Linkspopulisten getrieben. Einerseits in jedem Land und zweitens ist die EU tief gespalten, vor allem in Frage der Zuwanderung, aber auch in ganz anderen Fragen der Politik. Und das ist eigentlich die Gefahr, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Projekt, hier Gefahr läuft zu scheitern. Es ist eher so, dass ich jetzt glaube, es wird sicherlich in den nächsten Jahren turbulent werden in Europa. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die EU scheitert, mit katastrophalen Folgen für jedes einzelne europäische Land. Es kann aber irgendwann auch vielleicht die Vernunft einkehren, vor allem auch beschleunigt vielleicht durch einen sehr wirtschaftsimperialistischen Herrn Trump als Präsidenten. Und nachher sagen sich die Europäer wieder, okay, wir brauchen eine gemeinsame Linie, wir brauchen eine Vision, die nicht heißt Rechtspopulismus, Linkspopulismus und nicht viel mehr. Wir müssen diese Vision den Bürgern verkaufen. Wir müssen unsere Bürokratie endlich abbauen, müssen diesen ganzen Regulierungsscheiß endlich beenden. Und dann hat die EU tatsächlich eine Chance, Richtung Vereinigte Staaten von Europa zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob alle EU-Länder dazugehören werden und auch sollten. Aber ich glaube schon, dass man das europäische Projekt positiv sehen sollte und nicht leichtfertig begraben sollte. Benedikt fragt: Hallo Gerald, wie denkst du über The Giving Pledge? Möchtest du deinem Sohn, deinen Kindern dein komplettes Vermögen vererben oder ebenfalls gemeinnützige Projekte unterstützen? Herr Benedikt, ist eine gute Frage. Ich habe noch nicht die Antwort darauf, die vollständige. Ich bin schon überzeugt, dass ich in den nächsten Jahren sicherlich auch in irgendeiner Weise karitativ tätig sein werde, vor allem im Ausbildungssystem und in diesem Sinne vielleicht, dass wir Stipendien vergeben werden für junge Leute, die richtig Gas geben wollen und eine Vision haben, damit sie sich eine gute Ausbildung leisten können. Das werden wir sicherlich bei der Invest in Punk Academy beginnen, auch bei unserem MBA-Programm und werden das sicherlich über die Jahre hinweg ausbauen. Wie viel das sein wird, kann ich da ehrlich gesagt noch nicht sagen. Hier muss ich erst die Entscheidungen treffen. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wie sich mein Sohn entwickelt. Ich bin sehr stolz auf ihn und ich hoffe, er wird auch die Begeisterung und den Drive haben wie ich. Aber auf der anderen Seite kann man solche Dinge nicht vorhersagen. Ich habe noch nie ein Kind aufgezogen und das wird sicherlich meine größte Freude, aber auch meine größte Herausforderung. Simon fragt: Hallo Gerald, angenommen, du zählst dich finanziell zur Mittelschicht oder oberen Mittelschicht. In welchen Ländern weltweit, außer Deutschland, Österreich, könntest du dir vorstellen, dauerhaft zu leben, ohne jedoch auf wichtige Dinge wie Sicherheit, Nahrungsqualität, Infrastruktur, Technologie, Gesundheit, Fortbewegung und Jobmöglichkeiten verzichten zu müssen? Schöne Grüße, Simon. Hallo Simon, auch das ist eine gute Frage. Ich kann nur das sagen in den Ländern, denen ich war, beziehungsweise ich etwas näher kenne. Jetzt sicherlich so Amerika, zumindest Teile davon, wie beispielsweise Boston oder so, wären durchaus eine Alternative. Unter Umständen auch England, auch wenn man hier bei der Infrastruktur und bei den Lebenshaltungskosten sicherlich deutliche Abstriche machen muss. Also England mit Vorsicht zu genießen. Und sicherlich gibt es auch einige andere schöne Länder, wo man gut leben kann. Also die Schweiz. Du musst halt gut verdienen, aber auch die Gehaltslevel sind hoch. Es
Sicherlich beispielsweise auch Holland oder skandinavische Länder, wenn dann die Kälte nichts im Winter ausmacht, dann die kurzen Nächte. Also es gibt schon einige Länder, die auch vergleichbaren Lebensstandard und vergleichbare Sicherheit und Ähnliches bieten können. Man kann auch nach Asien schauen. Also es ist sicherlich so, dass Hongkong und Singapur beispielsweise keine schlechten Länder sind. Es ist auch dort alles sündhaft teuer, aber natürlich die Einkommen auch dort sind hoch und das sind am Ende schöne, saubere Städte. Am Ende hängt es vor allem von deinem persönlichen Geschmack ab, auch wo dein Social Life ist, wo du dich wohlfühlst. Es hängt von den Steuern ab, von den Lebenshaltungskosten, von den Ausbildungsstätten und vieles mehr. Und am Ende musst du entscheiden, wo es für dich am besten ist. Für mich habe ich entschieden, Wien ist eine schöne Stadt, ich komme von dort, das Steuersystem ist für Unternehmer derzeit noch attraktiv, ich fühle mich hier auch sehr wohl, aber in Wien kann man nur sein, wenn man auch sehr viel unterwegs ist, weil sonst wird man am Ende in der Wiener Melange gefangen. Und vielleicht ist das auch die Kombination, dass man einen Hauptwohnsitz hat, wo es einem gut gefällt und nachher doch auch sehr viel reist, um viel von der Welt zu sehen. Wenn dir diese erste Punk-Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen erfahren willst, findest du das auf meiner Plattform www.investmentpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg.